Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Und auch ein besonderes Hallo an die YouTube-Gemeinde zu der vorletzten Sendung dieses Jahr. Der Schnelltest. 6 Werte aus Ihren Reihen, also 6 Zuschauerwünsche, hat Herr Schulz für Sie berücksichtigt. Herr Schulz ist mir von nebenan wieder zugeschaltet. Ich muss ihn nicht mehr vorstellen. Und wir fangen ohne Werbung direkt an mit dem ersten Wert. Volker, das ist die AX-Tron. Der Chart, der läuft eigentlich völlig konträr zur operativen Entwicklung, oder? Das ist richtig. Ich frage mich, was der Markt hier sieht, was ich vielleicht nicht sehe. Im Brief, im Aktionärsbrief sind wir bei 1990 via Stop-Loss ausgestoppt worden. Aber klar ist am Ende, AX-Tron steht voll im Saft. Der Markt für Compound, sogenannte Compound-Halbleiter, der wird in den kommenden Jahren regelrecht explodieren. Siliziumcarbid und Galliumnitrid, das sind Verbundwerkstoffe, die wirklich existenziell für den Halbleitersektor sein werden. Sie können mit einer höheren Frequenz größere elektrische Spannungen schalten als solche aus herkömmlichen Silizium. Sie verlieren halb so viel Energie in Form von Wärme wie klassische Halbleiter. Sie sind hitzeresistent und AX-Tron liefert eben die Maschinen dafür. Und das ist ein Markt, der wird über Jahre brummen und inzwischen durch den Kursverfall in der Aktie sind wir inzwischen bei einem KGV von 23 angelangt. Ich sehe über die nächsten Jahre zweistellige Wachstumsraten. Deshalb tendiere ich auch dazu, jetzt demnächst den Titel Anfang 22 zurückzukaufen. Vielleicht kriegen wir ihn ja noch mal ein bisschen günstiger, aber die Aktie ist mittelfristig definitiv weiterhin hochinteressant. Der nächste Zuschauervorschlag ist die Aktie von Palantir. Wird 2022 besser für die Aktie? Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich hatte schon im Frühjahr darauf hingewiesen, dass es dort schwierig wird, wo Umsatzbewertung und Profitabilität eskalieren. Und das war eben auch bei Palantir der Fall. Und das Ganze wird ja noch schwieriger vor dem Hintergrund, dass die Fed ja eben strafft. Wir haben es ja jetzt vorgestern gesehen, was die Fed gemacht hat. Sie wird ab Januar 30 Milliarden Dollar tapern. Sie wird im März fertig sein. Sie plant 3 Zinserhöhungen. Das ist ja grundsätzlich schon mal für den Tech-Sektor und gerade für die hohen, hochbewerteten Techs mit hohen Umsatzbewertungen, aber schwachen Margen oder wenig Gewinn, ist solch ein Zinsszenario nicht sonderlich positiv. Palantir selbst bin ich voll von überzeugt, was das Geschäftsmodell angeht. Die KI-Technologie ist einzigartig, die haben einen echten Burggraben, die haben ein gigantisches Potenzial demnächst Richtung Metaverse, Security-Anwendungen für Kryptos und so weiter. Also das ist top, muss man ganz klar sagen. Die Q3-Zahlen, die man gebracht hat, empfand ich auch als stark. Der Ausblick war besser als der Konsens. Wir hatten im Commercial Business eine Umsatzverdopplung. Wir hatten 56% mehr Kunden. Also die Wachstumsperspektiven sind absolut gut. Aber dennoch kommt der Kurs ja nicht aus dem Quark, hat ja im Jahresverlauf auch sehr viel schon verloren. Im Februar 21, wenn man sich das auch am Chart anschaut, da hatten wir eine Umsatzbewertung von Faktor 50. Inzwischen hat sich die Aktie ja rund halbiert. Das heißt, wir haben jetzt noch aktuelle Umsatzbewertung von Faktor 25, was ja immer noch sehr, sehr viel ist, das muss man ja schon sagen. Und für 2025 taxiert Palantir ja selber einen Umsatz von etwa 4,3 Milliarden Dollar. Das wäre dann noch 8,6-fach Umsatzbewertung. Da muss man sich dann schon mal fragen, wo will die denn hin? Ja, wo liegt das Potenzial? Ich meine, 20-fache Umsatzbewertung, das ist schon nicht von schlechten Eltern. Also ich schaue sie mir an, Markttechnik sieht nicht sonderlich gut aus. Wenn man so eine Aktie kauft, ja, da muss man eben schauen, dass man sie vielleicht nach unten in mehreren Etappen kauft. Aber ich vermute, dass wir 2022 auch nochmal Druck auf der Aktie sehen werden. Also 15 Dollar so als kurzfristiges Ziel kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann muss man überlegen, ob man anfängt zu kaufen. Der dritte Zuschauervorschlag heute ist die Ernst Russ. Da geht immer ein entspanntes Lächeln durch die Redaktion, wenn man über die Aktie spricht. Genau, die macht Spaß. Es ist ja eine Reederei-Aktie. Sie liegt ja nicht nur bei uns im Aktionärsbrief im Portfolio drin, sondern wir haben sie auch ins Portfolio der Börsenshow von Aktienlust reingekauft vor 2 Wochen, wo wir uns ja mit 3 anderen Kandidaten duellieren. Und gut, 50% plus jetzt in wenigen Wochen sind nicht schlecht, aber ich denke, sie entsprechen immer noch nicht dem fairen Wert.
Der Reeder hat ja jetzt für 2022 einen neuen Ausblick übernommen. Inklusive neu übernommener Schiffe erwartet man einen Umsatz von 140 bis 145 Millionen Euro, ein EBITDA am oberen Rand bis 72 Millionen Euro. Ich gehe davon aus, bin auch noch mal tiefer in die Materie eingestiegen, dass das noch eine Prognose ist, die wahrscheinlich zu konservativ ist. Ich vermute, dass man 2022 wahrscheinlich noch mal 10% oberhalb dieser Zahlen rauskommen wird. Das heißt, wir haben eine EBITDA-Bewertung von Faktor 2,5, sehr, sehr tief. Die Analysten mussten jetzt die Free Cashflow-Taxen um etwa 75% anheben über die nächsten 3 bis 4 Jahre. Das ist ja auch schon mal ordentlich. Natürlich wissen wir, dass das Geschäftsmodell sicherlich nicht nachhaltig ist. Ab 2024 wird es auch definitiv wieder schwieriger. Aber die Frage ist halt, wenn man innerhalb von 2 bis 3 Jahren 70% des Börsenwertes an freien Cashflow verdient, was kann man mit dem Geld machen? Wie kann man das Geschäft ausweiten? Also von daher sind die 6,60 Euro, die Warburg jetzt als Ziel aufgerufen hat, vermutlich zu konservativ. Ich würde eher sagen, 7,50 Euro für Sommer 2022 sind sicherlich realistisch. Also du bist ja auch immer sehr kritisch, wenn du mal daneben gelegen hast, Volker, aber mit der Ernst Russ war das natürlich wirklich ein klasse Treffer, gerade im Aktionärsbrief, aber auch im Börsenspiel noch, wo sie ein bisschen später aufgenommen wurde, aber gerade im Aktionärsbrief war das wirklich eine tolle Leistung, kann man auch durchaus nochmal laut hervorheben. Wir kommen zum nächsten Wert, Freeport McMoRan. Gibt es da zyklische Probleme 2022? Auch so ein sehr umstrittener Wert und hier scheiden sich auch die Geister. Gerade werden die Wachstumsprognosen für 2022 werden so ein bisschen zusammengestrichen für die Weltwirtschaft. Die Fed tapert und erhöht den Zins. Ich hatte das ja gerade schon gesagt und das klingt ja grundsätzlich für Zykliker nicht so toll. Aber was man eben bei Freeport sehen muss, wir haben Bidens Infrastrukturprogramm und weltweit den Trend zu E-Mobility und erneuerbaren Energien. Und dazu braucht man nun mal Kupfer. Und wenn man sich das mal anschaut, allein in einem Elektrofahrzeug, da wird ja 5 bis 6 Mal mehr Kupfer benötigt als in einem Verbrenner. Das heißt, die Nachfrage nach Kupfer wird sich bis 2030 vervielfachen. Das Problem ist nur, es gibt schlicht zu wenig Angebot, was die großen Minengesellschaften eben gemacht haben in den letzten Jahren, war Shareholder Value. Das heißt, sie haben nicht investiert, sondern sie haben immer geschaut, dass die Dividenden stimmen, dass sie Aktienrückkäufe tätigen können. Sie haben aber nicht in neue Kapazitäten investiert. Und das dauert auch im Bereich Kupfer. Das dauert einige Jahre, bis man hier die Kapazitäten wirklich wieder hochgefahren hat. Das heißt, wir können über die nächsten Jahre definitiv von einem Angebotsdefizit ausgehen, was Kupfer betrifft. Deshalb denke ich auch, dass die Kupferpreise sich auf sehr hohem Niveau halten werden, stabilisieren werden, wenn nicht sogar 2022 neue Hochs generieren werden. Und vor dem Hintergrund ist ein KGV 12 durchaus nicht viel. Der freie Cashflow, der sprudelt. Wir werden sehr hohe weiterhin trotz der Investitionen, die da jetzt kommen, hohe Aktienrückkäufe sehen. Das hat ja Freeport jetzt auch schon angekündigt. Und deshalb ist das für mich eine Aktie, die ich in Korrekturen definitiv weiter zukaufe. Square heißt jetzt Block und sonst ändert sich nichts. Das ist eine Anlehnung an einen alten Werbespruch von dem Schokoriegel mal, wenn Sie sich daran erinnern. Square heißt jetzt Block und die Markttechnik ist gruselig. Volker, was sagst du dazu? Ja genau, man hat sich umbenannt. Es ändert sich vielleicht schon ein bisschen, denn man möchte ja mit dieser Namensänderung möchte man ja auch irgendetwas ausdrücken. Und in diesem Fall ist es eben so, dass man auf bestimmte Geschäftsbereiche wie Bitcoin und Blockchain-Technologien einen neuen Fokus legen wird. Das bedeutet aber auch zunächst für Block neue Investitionen, was tendenziell in den nächsten 1 bis 2 Jahren definitiv die Margen und auch die Ergebnisse drücken wird. Was mich auch so ein bisschen stört, ist, dass man sich hier zu sehr nur rein auf den Bitcoin fokussiert, anstatt dass man auch einen breiten Strauß anderer Kryptos mit auf die Liste nimmt, mit einbezieht. Also das finde ich ein bisschen zu sehr fokussiert in eine Richtung. Von der Bewertung her, ja, was die Umsatzbewertung angeht, lässt es sich rechnen. Wir liegen jetzt etwa bei einer 5-fachen Umsatzbewertung, haben zwar noch ein KGV von 100, okay, Block ist ein Wachstumswert. Markttechnik sieht allerdings weiter gruselig aus, definitiv. Und auch in dem 2022er Zinsumfeld wird es sicherlich nicht
sonderlich einfach werden. Das heißt, ich schaue es mir an. Ich möchte aber auch sicherlich eine Bodenbildung sehen, bevor ich hier wieder neu investieren würde. Und der sechste und letzte Zuschauerwunsch für heute, danach kommen noch zwei Werte aus unseren Reihen, aber der letzte Zuschauervorschlag von heute ist Just Eat Takeaway. Volker, wann endet denn hier der Bärenmarkt? Ja, gute Frage. Also ich habe grundsätzlich schon lange ein Problem mit Essenslieferanten, denn ich habe das hier, glaube ich, auch schon öfter gesagt, es fehlt die Skalierbarkeit und die Bruttomargen sind gleichzeitig überschaubar. Es werden fast überall rote Zahlen geschrieben, die Konkurrenz ist groß, die Eintrittsbarrieren sind auch nicht sonderlich groß. Wir haben permanent regulatorischen Druck aus Richtung Beschäftigungsstatus und Arbeitsbedingungen der Lieferfahrer. Das wird auch 2022 immer wieder ein Thema sein. Grundsätzlich die Marktschätzung für den ganzen Sektor, die sind ja nicht schlecht. Man rechnet mit etwa 10% Wachstum per anno über die nächsten Jahre. Und wenn man sich jetzt Just Eat anguckt, dann sieht man, dass sie im dritten Quartal sogar 25% mehr Bestellungen ausgefahren haben. Was man aber auch registriert, sind, dass man hier und da in den großen Städten erste Marktanteilsverluste sieht. Gleichwohl aufgrund dieses Kursverlaufes, dieser starken Kursverluste, werden die Analysten inzwischen extrem bullisch und allein die Beteiligung an der führenden Plattform in Südamerika, iFood, die soll wohl angeblich ein Drittel der gesamten Marktkapitalisierung abdecken. Für mich kommt der Sektor insgesamt als Trendinvestment sicherlich nicht in Frage, aber klar, eine technische Korrektur. In dem Umfeld jetzt, wo die Analysten auch zunehmend bullischer werden, eine technische Korrektur nach oben ist sicherlich vorstellbar. Dann kommen wir zum nächsten Wert, Daimler Trucks. Gibt es da eine Chance auf Outperformance? Ja, ich denke schon. Also im März 2022, da wird Daimler Trucks ja zunächst mal in den DAX einziehen. Das ist so gut wie sicher. Operativ sind zweistellige Margen geplant, wenn das Problem der Chipknappheit gelöst sein wird. Das wird allerdings 2022 sicherlich noch nicht klappen. Beim Börsendebüt, da wurde man nur mit 23 Milliarden Euro insgesamt bewertet. Die Analysten, die hatten ja in der Spitze auf bis zu 40 Milliarden Euro gehofft. Also da sieht man schon, dass die Aktie offensichtlich nicht sonderlich teuer ist. Das entsprechen nämlich 40 Milliarden Euro Börsenwert entsprechen etwa 48 Euro je Aktie. Und wenn ich auf die Peer Group schaue, gucke ich mir Volvo eben an. Volvo ist die Nummer 4 weltweit, schafft inzwischen zweistellige Margen, wird aber eben auch mit 39 Milliarden Euro bewertet. Hat ein KGV von 12 etwa und Daimler Truck ist aber die Nummer 1. Wird aber nur mit 27 Milliarden Euro aktuell bewertet, hat KGV von 10. Also von daher sollte es Daimler Trucks schaffen, auch nur annähernd Richtung zweistellige Margen zu laufen, dann hat die Aktie sicherlich noch deutliches Potenzial. Und bevor ich zum letzten Wert komme, vielleicht noch mal ein ganz kleiner Hinweis. Wenn Sie es nicht schon gemacht haben, gerne ein Like da lassen oder unseren Kanal abonnieren. Freuen wir uns drüber. Vielen Dank. Der letzte Wert ist auch diesmal gar keine Aktie, sondern ein ETF, Food and Beverage. Ist das ein inflationssicheres Investment, Volker? Ja, ich will mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ich habe noch mal ein ETF mitgebracht, hatte ja schon ein paar im Gepäck. Und 2022, da gehe ich von aus, wird durchaus ein herausforderndes Börsenjahr. Ich hatte das ja vorhin schon begründet. Und vor diesem Hintergrund, gerade auch vor dem inflatorischen Hintergrund, da sollte sicherlich auch der Sicherheitsaspekt im Depot nicht fehlen. Das klingt vielleicht langweilig, ist aber in einem ausgewogenen Depot sicherlich sehr, sehr wichtig. Und wer meint ausschließlich mit Wasserstoffaktien, Hightech, Snowflakes oder Palantirs in den USA über die Runden zu kommen, das wird 2022 vermutlich nicht funktionieren. Und deshalb braucht es eben diese Diversifizierung. Und deshalb gucke ich auf Food und Beverage. Ja, warum nicht? Denn der Sektor ist bei den institutionellen Investoren zum einen deutlich untergewichtet. Er ist inflationsresistent. Das heißt, der Sektor kann die höheren Inputkosten
relativ schnell, vielleicht mit einem kleinen Timelag, auch an die Verbraucher problemlos weitergeben. Der Sektor ist ganz ist nicht überbewertet im Gegensatz zu vielen anderen Werten im Markt. Und sollte es die Fed vielleicht mit ihren Zinserhöhungen am Ende übertreiben und die Konjunktur abwürgen, dann kann man auch sagen, dass dieser Sektor konjunkturresistent ist. Also ich schlage hier sehr viele Fliegen mit einer Klappe und deshalb denke ich, macht es durchaus Sinn, hier mal diesen ETF als Anregung mitzubringen. Damit sind wir am Ende der Sendung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie zugeschaut haben. Wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen an der Börse, ein paar ruhige Vorweihnachtstage. Nächste Woche sehen wir uns nochmal wieder. Heute Abend gehen wir auf den Weihnachtsmarkt, Volker, mit Maske und Abstand natürlich. Herr Thyssen kommt auch mit und der Rest der Bande auch. Darf ich von Ihnen verabschieden? Machen Sie es gut und ein schönes Wochenende schon. Ihr Michael Hüsken, Volker Schulz, Walter Thyssen. Danke. Tschüss.